Jo, da sind wir wieder. Ich weiß noch nicht, ob das ein neuer Part ist oder nicht. Falls ja, willkommen zurück zu Dalschulz 3. Falls nicht, ja, hi. hab jetzt mal nämlich ein ganz kurzes Päuschen gemacht, weil meine Nerven so ein bisschen blank waren. Wo kommst du denn her? Jo. Gehen wir doch mal... Ach, der ist ganz verschwunden. Nach da oben. Denn ich weiß, irgendwo ist hier noch ein Leuchtfeuer. Auch wenn wir wahrscheinlich mit zwei nicht so die Riesenchance haben. Lässt sich von dieser Leiter natürlich nicht öffnen. Wäre ja sonst auch viel zu einfach, wa? Ach, da ist wieder so ein Heino-Beino. Oh, wo kommt der denn da? Er hat mich erwischt mit, ich kann, glaube ich, keine Flakons mehr nutzen jetzt. Ich glaube, meine Freundin hat mich gerufen. Momentchen. Hier, was denn? Echt? Vom Kolosseum? Ein schwarzes? Okay. Okay. Danke. So. Ja. Wollte mir nur mitteilen, dass sie was ganz, ganz Bestimmtes in World of Final Fantasy gefunden hat. Was ich auch habe jetzt unbedingt. Ah! Ah! Nein, nein, nein! Der winkt noch. Sehr hysterisch. Oh, ich sollte vielleicht hier nicht runterfallen, aber da doch, das geht hier noch. So. Dann ist da wieder so einer, ich glaube, der zündet sich wieder selber an, will sich verpuffen. Das unterbinden wir mal, indem wir es töten. Yay, ein gerades Bruchschwert. Da oben sehen wir schon vom Schatten, da kommt gleich einer runtergesprungen, ich weiß noch nicht wo. Egal, dich töten wir auch mal. Da ist er ja. Und da ist noch einer. Die kleinen Banditen, die wir schon aus der Untotenstadt kennen. Die wir eigentlich mal so gewonshottet haben, zum Glück. Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir gefunden haben. Wegen den Viechern habe ich ein bisschen erschrocken. Wobei erschrocken jetzt vielleicht eventuell ein wenig zu krass gesagt wäre. Hab mich nicht erschrocken, hab mich... Die Dings bumst halt. Au. Ah. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich glaube, das hört man auch, wenn ich das tue. So ganz leicht. Was ist das denn für ein großes Fieder? Ach, das ist eine dicke Bertha. Nein! Ich will kein Flakon-Verweigerungsteil haben. Ich will mein Flakon nutzen. Können wir auch gleich wieder. Wo ist denn die Dicke? Hallo? Na gut. Ich hole das mal das Teil da. Verdammt. Also wir müssen so langsam mal da ankommen, ansonsten sieht es nämlich schlecht aus mit unserem Leben. Autsch. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Alte, dicke Bertha, geh weg. So, tschüss. Ein Untotenjäger-Amulett. Wer bist du denn? Wow.
hätte es gedacht, dass ich den mit dem Schlachter wenigstens so ein bisschen in Dingsbums kriege, ihr wisst schon. Oder vielleicht ist das auch... Aua! Wo kommt denn alle her? Vor allem nicht sterben. Ach, die Spuck... Wow. Hab nicht gesehen, dass sie am Rumspucken sind. Erst als es zu spät war. Ah, so ein Scheiß. Ach, halt die Fresse, du Affe. Ja, es dürfen den ganzen Weg wieder zurückgehen, oder ist hier vielleicht eine Leiter runtergekommen? Nee, ne? Nee, da oben war es, wo wir da rumgedödelt sind. Na gut. Also rennen wir da nochmal durch und och, da muss doch irgendwo in der Nähe schon irgendwo ein anderes gewesen sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in der Nähe was Ähnliches war, was Kleines. Lass mich mal durch. Aua. Hier war doch mal was. Aua. Dachte ich zumindest. Nö. Sind nur einen anderen Weg gegangen. Einen etwas anderen. Ach, verdammt, warum hab ich Plakau genommen? Eigentlich viel zu früh. Jetzt weiß ich nicht, wie lange die mir folgt. Anscheinend bis hier nach oben. Ach, wir müssen ja nochmal zu Andre, ne? Von wegen unser Flakon. Also, wir haben eine Esto-Scherbe bekommen. Ach, leck mich am Arsch, ey, ihr Nervensäcke. Ja, ich kann hier nicht weiß. Ich will jetzt nicht sterben. Jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher. Und warten lieber, bis das... Na, dieser Qualm halt weg ist. Die Sperre halt, ne? So. Jetzt können wir weitermachen. So, hier runter, da kommt er mal hoch. Schwer, so viele Flakons verballert, ey. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Ah, da ist noch einer, alles klar. Wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Hey! Dankeschön. Nicht, 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 nicht! Dankeschön. Hu, hu, hu. So. Da geht's weiter. Tag. Ja, 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 alles, ihr seid so toll. Komm, weg da. Ich will hier nicht mehr hin. Ich will nicht mehr. Ich will da. Nein. Keine Zeit.
Wo ist der Scheiß? Dich meinte ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind falsch. Scheiße. Autsch! Hilf! Puff! Eigentlich ist hier doch in der Nähe ein Leuchtfeuer. Wo war denn das scheiß Leuchtfeuer nochmal? Also hier auf jeden Fall nicht. Hallo. War das doch hier durch? Anscheinend ja. Wo geht's eigentlich hier hin? Auf jeden Fall runter. Was erwartet mich hier unten? Wahrscheinlich der Tod. Irgendein Shortcut. Ah, so war das, glaube ich, ja. Gut. Risen. Und zwar will ich die Seelen wieder ausgeben. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher und benutze die lieber, bevor ich dann irgendwie aufspare und dann irgendwie dann 2 Level machen kann oder 3 Level oder 4 Level. Und im schlimmsten Fall haben wir 4 Level zusammen und sterben dann. Aber so, dass auch die Seelen komplett weg sind. Wo ist denn die Olle? Ach da. Welcome host. Very well, then hey. Jo, was machen wir denn? Mehr Schaden. Mehr Belastbarkeit vielleicht mal. Ich würde vielleicht mal vorschauen sollen, schauen wollen, auf wie viel Prozent wir sind. Weil es wird immer noch nicht reichen, dass wenn wir jetzt einen Helm nehmen, dass wir den tragen können. Doch da, den könnten wir tragen. Ist besser als nichts. Passt auch irgendwie. Ja, wer schon bemerkt hat, wir sind voll schrumpelig. Liegt daran, dass ich halt unsere wahre Stärke komplett entfaltet habe. Verstärken. So. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. Ach ja, das habe ich glaube ich gar nicht aufgenommen, ne? Ich habe ihn nämlich plündern geschickt. Und jetzt haben wir ja so einige neue Sachen, zum Beispiel den Zweihänder da. Der aber auch nicht wirklich toll ist. Ein Krummschwert. Irgendwas. Eine Blitzohne. Wie man sieht, hier gibt's, ne? Schöne Dings da. Schöne Glut, die kann ich mir eigentlich mal kaufen. 4000 haben wir noch übrig, könnten wir eigentlich tun. Was hat der denn für eine Rüstung? Ritterrüstung, normale Standardrüstung, sieht so aus. Ja, da kaufe ich doch mal die 4 Stück hier. Oder nur 2. Aber wenn ich mehr genug Dings haben. Und jetzt müsste nämlich, genau. Joel ist nämlich tot. Er ist von uns gegangen. Was er ja auch wollte. Er hat jetzt seinen Dienst getan, sozusagen. Oh,
close friend of his. Thanks to thee, your soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. That a lord art thou not? Bearer of the dark sigil, and our Lord of Hollows. For the time thou remainst our Lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Jo, Entschuldigung, da habe ich schon mal was getrunken. Ja, das können wir von ihr halt die Sachen kaufen, wie man sieht. Oder auch ein giftiges Wurfmesser, voll von Londor, bla 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 bla. Umwarme, Müll, ja. Ja. Ich meine, ich wollte mal so einen Zauberer machen. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann. Wird wahrscheinlich auch, ich werde den ja nicht irgendwie jetzt auf, viele spielen ja so von wegen Maximallevel so und so wegen, weil und keine Ahnung, ne, und wegen PvP halt irgendwie so, und ich mach das einfach so, mir ist das scheißegal, ich level das Ding bis zum geht nicht mehr, um dann, keine Ahnung, Bums zu machen, ganz viel Bums, und wahrscheinlich werde ich dann auch ganz normal die Dings lernen können. Die Wunder und die Zauber und alles Mögliche. Oder auch nicht. Mal schauen. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Also bossmäßig. Ob ich hier wirklich hin muss? Ich weiß es gar nicht, ne? Oder ob ich den anderen Weg zuerst gegangen bin. Sprich, der des Katus da, ne? Also das da, wo wir, nachdem wir tausendmal gestorben sind. Ach so. Wie hieß er nochmal? Der Wächter des Abgrunds, genau. Ob ich den Weg zuerst gegangen bin oder halt erst diesen. Ich meine, so oder so müssen wir, glaube ich, beide machen. Von daher ist es relativ wurscht. Wir werden erstmal ohne Glut hier rumrennen. Ja, ja. Ich weiß, du willst spielen. Habe ich aber gar keine Lust zu. Jetzt mit ihm da spielen. Lloyd Schwertring. Habe ich doch getroffen. Nicht nur einmal, wie ich gerade sehe. Und irgendwas wurde noch getötet. Du bist so eine Mimik, ne? Ja. Foliant des Abgrunds. Können wir natürlich irgendwie wieder geben. Folianten waren, glaube ich, an den Pyromanten. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Und hier kommt, glaube ich, auch ein ganz, ganz böser, normaler Gegner. Das Vieh meinte ich damit nicht, sondern den Dicken natürlich. Au, wie man sieht. Autsch. Autsch.
gibt uns nichts. Blöde Sau. Was war hier denn nochmal? Irgendwas war hier auch. Glut. Das war es. Dieses komische Hundespinnenvieh. Au. Au. Nicht treten. Günther, ey. Saphir von Aldrich. Wir können uns mal angucken, was für neue Ringe wir haben. Da hätten wir verstärkt Angriffe bei vollen TP und regeneriert FP von kritischen Angriffen. FP benutzen wir so gut wie gar nicht. Ja. Ja. Was haben wir da eigentlich nochmal? Maximale Belastung, Ausdauerregeneration. Belastung erhöht körperlich, das können wir eigentlich mal ablegen. Oh, gibt's noch extra, kriegst du. Nein, ah, verdammt. Können wir den einfach mal anlegen?